Tage später und ihr seht jetzt ein ganz anderes Setup hier. Der Plattenspieler selber und der Rechner ist ein anderer. Und das ist zufälligerweise der Rechner, den ich euch... Ja, die Teile, die neue Bastelkiste sind ironischerweise die letzten beiden Tage hochgekommen und heute ist der, was haben wir eigentlich heute für einen Tag? Heute ist der 12.3. gerade und heute, wo ich das hier aufnehmen müsste, der Teil gekommen sein, wo ich den RAID-Controller unter Windows 10 teste. Und jetzt fragt ihr mich wahrscheinlich, Moment mal, was ist denn mit dem anderen Rechner passiert, der vorhin hier stand? Oder letztens? Ja, für euch vorhin, für mich vor 2 Tagen. Ja, da ist gerade was passiert. Wie gesagt, da wollte ich Linux installieren, habe ich auch gemacht. Ich habe auch die ersten der Schaltplatte digitalisiert. Die jetzt gerade auch läuft. Dann habe ich mir nochmal angehört und habe mir gedacht, na nu, beim Abspielen irgendwas stimmt da nicht. Und es hat ein bisschen geknistert und so. Also jetzt nicht, dass normale Schallplatten knistern, sondern Störgeräusche digitaler Art. Ja, habe ich herausgefunden, dass dann der Rechner, zumindest der Soundeingang von dem internen Chipsatz der Soundkarte, der drauf verbaut war, ich glaube Realtek war es gewesen, mit Linux ein kleines Problem hat. Sonst Ausgang alles wunderbar läuft, also geht, aber wie gesagt nicht. Der interne habe ich dann erstmal Windows 7 drauf geknallt, getestet. Windows 7 und Platte abspielen, Eingang läuft. Windows 10 läuft auch. Allerdings das Problem mit dem Rechner war ja gewesen, deswegen haben wir da Linux damals drauf gemacht, als der Rechner noch dem Bekannten gehörte. Weil Windows 10 ziemlich lahmarschig mit dem Teil geworden ist. Okay, hab mir gedacht, aber geguckt, mal vielleicht mal gucken, ob da irgendwie neue Treiber gibt bei MSI auf der Seite. Ob es da vielleicht, ja, zufälligerweise, ja, der MSI-Aufkleber. Das ist aber jetzt so ein Zufall. Und, ich habe mich deswegen auch nicht versprochen, da ist wirklich ein MSI-Bot drin, wie ihr gesehen hattet. Hab mal geguckt, ja, da sind Treiber nicht, aber neue BIOS-Updates drauf. So, ich sag, okay, BIOS-Update. Machen wir mal. Da waren dann 5 neue. Und so wie ich es mal gelernt habe, heißt es immer, wenn die BIOS-Version vom neuesten BIOS größer ist, sind die Version als das, was drauf ist, sollte man immer, wenn es geht, immer das vorige BIOS drauf hämmern. Und das Problem an der Geschichte ist, zum letzten Mal, als ich BIOS-Update gemacht habe, da hinten an dem Rechner, war das noch per Diskette. Und das war jetzt gewesen unter DOS natürlich, beziehungsweise in dem Fall eher noch unter DOS. Da musste ich ja dann die Images per Linux, ihr habt es ja gesehen in den Videos. So, und bei dem war es das erste Mal, da stand da, wenn Sie BIOS-Update machen wollen, zimmern Sie die Teile auf einen USB-Stick und starten Sie. Ja, das ganze Problem war dann gewesen, das war das erste Mal BIOS-Update unter Windows. Und dabei habe ich herausgefunden, es gilt noch genau dasselbe wie damals zu Windows 95, Windows 98 Zeiten, als es dann hieß, wenn BIOS flashen, bitte unter DOS, nicht unter Windows. Das gilt ja auch noch. Die ersten beiden Male ging es sogar gut. Aber das Problem ist, das MSI-Teil, was es da gibt, um die BIOS-Updates zu machen, funktioniert nur unter Windows. Ja, ersten paar Male, beiden Male, BIOS-Updates wunderbar. Und dann weiß ich, was mich geritten hat. Dann wollte ich dann... Ich hätte aufhören sollen. Ich habe es dann weitergemacht. Das war das volleste BIOS. Wollte ich drauf flashen, Programm habe ich gestartet, dann hieß es auf einmal von dem MSI-eigenen Tool, ja, starten Sie aber bitte neu und dann kann ich weitermachen mit dem Flashen. Da dachte ich mir, das Programm, das sagst, machst du, ne? Es ging ja auch nicht weiter mit dem Programm, also Neustart gemacht und damit dürfte raten, was passiert war. Ja, das war das Todesurteil des Rechners. Nein, der Rechner hat kein Dual BIOS Action UEFI, wie ich dann rausgefunden habe, als ich das Ding geflasht habe. Ja, also das Ding ist tot, dann steht da jetzt rum, mal gucken, ob ich da vielleicht noch irgendwas hinkriege, aber ich glaube nicht, also das Ding ist tot. Selbst die Recovery-Funktion, die ich ausprobiert habe, die bei MSI auf der Seite steht, hat man dann den USB-Stick
dass man das BIOS irgendwie entpacken soll, dann das Roh-BIOS dann auf den Stick MSI.ROM nennen soll, MIBoot.ROM und hast du nicht gesehen, dass man den Stick dann da im USB-Port hinten reinstecken soll und dann starten soll, damit dann der Recovery-Boot-Block gestartet wird. Auch das lief nicht, weil das musste schon so weit geschädigt worden sein, dass der Recovery-Boot-Block nicht mehr existiert. So, das war jetzt die Geschichte zum Rechner, warum der nicht mehr hier steht. Jetzt steht er hier. Ja, auch hier gerade wieder, wie gesagt, das war dann ein Tag Verlust gewesen. Bei dem hier sitze ich jetzt auch schon ein bisschen länger dran, kommt aber auch daher, weil dieses Board, habe ich mir gleich gedacht, weiß ich, was komm, lässt der Linux das mal sein, weil der auch wieder so einen komischen Onboard-Chip, ja, ihr werdet lachen, beim Monolith geht ja, weil die Creative Sound Blaster Karte hat mit Linux umgekehrt keine Probleme, die gesteckt ist. Nur die internen Chips jetzt irgendwie von VIA und von Realtek. Hab jetzt hier Windows 10 drauf installiert. Mal wieder, weil der Rechner ist auch bis Dezember von mir anderweitig mit anderen Betriebssystemen getestet worden. Deswegen, die kommen noch, die ganzen Sachen. Und deswegen musste ich hier Windows 10 wieder drauf klöppeln. So, dann habe ich herausgefunden, die Onboard-Grafikkarte ist nicht Windows 10 fähig. Sie läuft nur mit dem Standardtreiber. Habe dann den letzten lauffähigen Treiber organisiert, den es da bei Nvidia auf der Seite gibt. Weil offiziell gibt es nur bei MSI, nicht MSI, das ist hier ASRock, nicht MSI, ASRock. Gibt es nur bis Windows 7 Treiber. Grafikkartentreiber installiert, den ich auch gefunden habe. Großer Fehler gewesen. Grafikkarte erkannt. Lief dann zwar anfangs ein bisschen besser, aber dann hat man schon gemerkt, dass dann eigentlich der Treiber nicht mehr so richtig oder die Grafikkarte nicht mehr so richtig mit Windows 10 will. Hab die wieder runtergepfeffert, die Windows 10 eigenen Treiber drauf gelassen. Läuft also, diesen Sachen, Menüs verschwunden aufgetaucht, man konnte nachher nichts mehr machen. Also die alten Menüs, die noch hier seit Windows XP Zeiten und Windows 10 rumschlummern, da gab es keine Probleme, nur mit den neuen Menüs von Windows 10 da schon eher. Runtergeklöppelt, läuft wieder einwandfrei. Was ich dann noch gemacht habe, ist, weil Windows 10 kennt den VIA-Chipsatz nicht von der Soundkarte, den VIA-Soundchip nicht. Da musste ich mir dann auch noch einen Treiber organisieren, der damit einwandfrei funktioniert. Also soundtechnisch geht das Dingen. Wie gesagt, nicht von der MSI-Seite, den musste ich mir dann bei VIA selber suchen. Und das geht jetzt einwandfrei, habe getestet. Abspielen geht einwandfrei. Hier aufnehmen geht einwandfrei. Abspielen geht einwandfrei. So, das mache ich jetzt hier. Die paar Platten meinerseits, die ich habe, das ist meine kleine Plattensammlung. Ich weiß, der eine oder andere wird sich jetzt erschrecken, warum ich die jetzt so hingelegt habe. Soll man ja nicht machen. Aber jetzt hier. Und da ist die Schaltplatte zu Ende, die Seite. Ich drehe mal eben die Seite um. Und mach dann gleich weiter. So, weiter geht's. Ja. Deswegen steht dann er hier in voller Montur. Und natürlich auch, um einen kleinen anderen Test noch zu machen, wie funktioniert eigentlich der RAID-Controller im normalen Betrieb als Workstation. Ja, das war's soweit jetzt. Deswegen steht der andere Rechner da. Mal gucken, dass ich dann vielleicht noch ein paar Aufnahmen so machen werde, wie ich dann noch den mit Platte auflege und so weiter. Schauen wir mal. Falls ihr noch fragen sollte, was da gerade am Laufen ist, da läuft gerade Freddie Mercury, Mr. Bad Guy. Da guckst du. Ich glaube, die habe ich damals irgendwie mal von eBay einen Euro oder so was. Da habe ich mal bei ein paar Platten zugeschlagen. Ich glaube, bei 4 oder so. Zumindest bei der Platte und bei Soundtracks, Star Trek 1 bis 5 zum Beispiel,
Zurück in die Zukunft 1 und 2, dann bei zwei Bond-Themes, ich glaube Living Daylight und You to Kill oder so. Dann habe ich da zwei Platten gehören mir selber. Ja, meine erste Schallplatte, die ich mir geholt habe, war 91 gewesen. Ja, Schallplatte, nicht Kassette, nicht CD, wirklich Schallplatte. Das war mein erster Kontakt. Da gab es noch Platten regulär zu kaufen. Und ich glaube, die war billig oder so. Ich weiß es jetzt nicht. Nee, zumindest meine Mutter hat einen Plattenspieler damals noch gehabt. Der passende Fischer-Plattenspieler zu den beiden Fischer-Verstärker und Radio-Baustein, die ich hier noch rumstehen habe. Was haben wir noch da drin? Und dann habe ich mir auf dem Trödelmarkt nochmal, glaube ich, eine Platte damals geholt gehabt. Eine Single, die müsste ich hier auch noch, die liegt auch noch dazwischen drin, die ist auch noch da drin. Jo. Und dann den Rest, der an Platten da noch dabei gekommen ist, den habe ich auf dem Sperrmüll gefunden. Ja. Ein paar Stück. Laufen einwandfrei, darunter Herbert Grönemeyer, Bochum, das erste Album von ihm und noch ein bisschen ein paar andere Dinger. Und dann von der guten Freundin habe ich dann auch noch die alten Schallplatten geschenkt bekommen. Dementsprechend habe ich jetzt Herbert Grönemeyer Bochum doppelt. ja. Drei U2-Alben. Müsste ich mal gucken, was noch Saga, glaube ich. Iron Maiden? Müsste ich mal gucken, was ich da noch habe. Das ist dann, wie gesagt, hier die kleine Sammlung, die ich hier da rumparken habe. So, damit genug der vielen Worte. Also wie gesagt, ich bin jetzt hier am Kopieren. Das Ding läuft einwandfrei mit dem Vorverstärker. Einfach hier, wie ich schon gesagt habe, in dem Line, in der Soundkarte reinstöpseln und dann gib ihn. Ja. Gut. Dann sage ich mal danke fürs Zugucken und wie gesagt, leider hat der Rechner der andere den Geist aufgegeben. Hat mit dem kleinen Gehäuse ein bisschen besser gefallen als das große Ding. Aber wie gesagt, das ist noch einer von den Gehäusen. Das ist von 2003, als man noch wirklich für, wie viel habe ich bezahlt für den? Ich habe ja kein Netzteil dazu geholt, ne? Oder war der mit Netzteil? Ich weiß es nicht mehr. Ich meine, ich habe für den 30 Euro bezahlt oder sowas? Hm? Also das ist richtig noch immer, da kannst du dich hier drei draufsetzen. Wenn das Gehäuse dann auf dem Fuß fällt, ist der Fuß kaputt. Nicht so wie bei dem Shakun-Gehäuse, das ich mir letztens geholt habe. Wenn das Gehäuse dir auf dem Fuß fällt, ist das Gehäuse kaputt. Oh ja, das war noch Arbeit. Wie gesagt, man merkt auch, der ist älter. Weil hinten, er hat noch zwei kleine Lüfter, nicht einen großen. Und was ich schön finde, die Verarbeitung hier noch. Hier mit dem Balken hier und da sitzt das Netzteil auch noch drauf. Hm, da wird das noch gehalten. Und so wie es sein soll, dass dann die Platten noch in der Richtung gucken. Also so ein Käfig, wie ich den bevorzuge. Auch nicht so mit dem, dass die so schräg sind. Hat noch 2,5 Zoll Einbauflächen, wie gesagt. Damals waren noch die 3,5 Zoll Diskettenlaufwerke weit verbreitet gewesen. Zip-Laufwerk nachgerüstet. Der Davi-Controller, der drin ist, läuft interessanterweise auch noch mit Windows 10. Wurde über ein Update nach eingebunden, der Treiber. Aber wie gesagt, wenn ich hier mit durch bin, hier mit der Digitalisiererei, wird dann ein jüngeres Windows drauf kommen oder ein anderes Betriebssystem. Weil mit dem unter Windows 10 macht der Controller ein paar komische Mucken, wo ich mir dann denke, na nö, das hört sich dann so an, als wenn das Laufwerk hier einen Click of Death veranstaltet, aber er liest noch weiter Disketten.
So, als wenn, das hört sich so ähnlich an, als wenn dann mitten im Betrieb plötzlich der Treiber auf einmal anfängt, das Ding in den Stromsparmodus reinzuversetzen. Dann hörst du nur noch ganz normal die Zipgauschen an. Das muss ich dann mal mit einem anderen Betriebssystem mal hier, wo ich weiß, der Kontroll läuft damit auf jeden Fall, nochmal testen. Und ich sage, das Diskettenlaufwerk, das ZIP-Laufwerk sich wirklich auflöst, das ist nämlich mein eigenes, das jetzt mittlerweile von 98 ist. Ja, doch, 23 Jährchen, ne? 22, warte mal, ich rechne mal kurz. Doch, 23 so ungefähr. So alt ist das Ding schon. Im Prinzip kaum gelaufen. Das ist die zweite ZIP-Diskette. Ich habe zwei Stück. Einmal die, der original dabei gewesen ist, von Eomega, und dann hier einmal die Fujifilm. Und ich habe ja noch mir vor ein paar Jahren mal ein 10er-Pack organisiert. Originalverpack noch. Aber ich schweife schon wieder ab. Sag immer danke fürs Zugucken. Ich muss doch gleich mal niesen. Danke fürs Zugucken. Und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos wieder. Lasst euch überraschen, was es werden wird. Ob es was zu alten Computer wird, ob es was wieder Richtung Audio wird, dass ich da wieder was mache. Vielleicht taucht ja noch ein oder ein anderes Gerät auf, was ihr noch nicht gesehen habt oder wo ich letztes Jahr euch mal gezeigt habe. Das Gerät ist da. Und nochmal danke fürs Zugucken.